Frühjahr 1944. Irgendwo in der Normandie besucht Generalfeldmarschall Erwin Rommel ein Manöver der Sturmgeschützabteilung 200. Rommel ist eine Heldenlegende des Dritten Reiches, die sich auch vor der Amateurfilmkamera eines Soldaten gibt, wie in der nationalsozialistischen Propaganda. Überlegen und siegesgewiss. Die Einheit gehört zum deutschen Aufgebot in Nordfrankreich, das die bevorstehende Landung der Alliierten auf dem Kontinent verhindern soll. Der Nimbus des Blitzkriegs im Westfeldzug und in Nordafrika ist ungebrochen. Jetzt soll Rommel die mangelhaft ausgerüstete Truppe zum Sieg über die feindliche Streitmacht führen. Einst bewunderte er Adolf Hitler, der begeistert war vom Wagemut seines Lieblingsgenerals. Zum Widerstand in der Wehrmacht verhält sich Rommel distanziert. Ein Attentat auf den Diktator lehnt er strikt ab. Doch es gibt Hinweise, dass der populäre Wüstenfuchs zu diesem Zeitpunkt in die Umsturzpläne von Wehrmachtsoffizieren und Hitlergegnern verstrickt ist. Der Oberbürgermeister von Stuttgart war mal bei meinem Vater Anfang des Jahres 1944, um mit ihm zu sprechen. Und dann hat er zu ihm so ungefähr gesagt, wenn der Hitler nicht abtritt, hat alles andere keinen Wert. Und da hat mein Vater zu ihm gesagt, er wäre doch dankbar, wenn er solche Äußerungen nicht vor seinem minderjährigen Sohn machen würde. Von der eigenen Großartigkeit beseelt, hat Rommel die Rolle als Aushängeschild der Nazi-Propaganda bereitwillig übernommen und dient als hochdekorierte Staffage bei Auftritten des Führers. Inzwischen hat sich das Verhältnis deutlich abgekühlt. Der Hitler hat es offenbar abgelehnt, über irgendwas anderes als die militärische Lage zu sprechen. Als mein Vater versucht hat, über die Konsequenzen mit ihm zu reden, der Niederlage, dann ist er unglaublich laut geworden und hat mein Vater aufgefordert, ruhig zu sein und keine weiteren Ausführungen zu machen. Meinem Vater war es also dann völlig klar, mit dem Hitler geht's nicht, wir müssen selber handeln. Nach dem gescheiterten Staatsstreich vom 20. Juli 1944 gerät auch der Kriegsheld Rommel ins Visier der Fahnder. Und Hitler hat seinen Gegnern blutige Rache geschworen. Ein ganz kleiner Klüngel verbrecherische Elemente, die jetzt unbarmherzig aufgerottet werden. Hitlers Feldmarschall schluckt eine Giftkapsel des Führers, um seine Familie zu schützen. Der Staatsakt in Ulm ist sein letzter Auftritt für die Propaganda. Er ist sozusagen Held des Nationalsozialismus und er ist letztlich auch Opfer. Er muss sich umbringen. Ja? Auch das ist Teil dieses Mythos geworden. Das Haus der Geschichte in Stuttgart beherbergt eine außergewöhnliche Sammlung. Die Familie des 1944 in den Selbstmord getriebenen Feldmarschalls Erwin Rommel hat dem Museum viele Originale aus ihrem Besitz überlassen. Das ist der Marschallstab von Erwin Rommel, den er 1942 von Hitler verliehen bekommen hat für die Eroberung Tobruks. Rommel war zu diesem Zeitpunkt der jüngste deutsche General, der zum Generalfeldmarschall ernannt wurde. Und es war natürlich eine besondere Auszeichnung, die er auch als besondere Auszeichnung wahrgenommen hat. Schon zu Lebzeiten überstrahlt Rommels Ruhm den aller anderen Wehrmachtsführer. Die Marschallwürde trägt er ganz selbstverständlich zur Schau. Bei festlichen Gelegenheiten hat man sozusagen diesen Marschallstab mit sich geführt und grüßt damit. Dieser Gegenstand ist nicht besonders schwer. Sie sehen hier den Reichsadler. Er hat oben und unten eine Inschrift. Oben heißt es, der Führer, dem Generalfeldmarschall Rommel, zum Freiheitskampf des großdeutschen Volkes. Und dann ist das Verleihungsdatum noch eingraviert, 22. Juni 1942. Der Diktator benutzt die Popularität des schneidigen Offiziers für seine Zwecke. Und der geltungsbedürftige Rommel ist seinem Führer zu Willen. Hitler hat ihn in jedem Fall in ganz besonderer Weise protegiert. Das Verhältnis zwischen den beiden ist sicherlich ein sehr besonderes,
Also das war ganz klar ein unglaublicher Karrieresprung für ihn. Nochmal, wenn man seine Karriere anschaut, die in der Weimarer Republik völlig stagnierte und der dann im Dritten Reich binnen kürzester Zeit bis zum Generalfeldmarschall aufstieg. ...1941. Ein Familienfoto zeigt den 12 Jahre alten Manfred Rommel mit seinen Eltern. Er ist das einzige Kind von Lucie Maria und Erwin Rommel. In Dresden war mein Vater bei der Infanterieschule. Und er ist also morgens mit dem Fahrrad in diese Schule gefahren. Damals trugen die Reichswehroffiziere noch einen Säbel. Und dieser Säbel wurde an der Lenkstange und am Vorderrad mit zwei Klammern befestigt, dass er nicht in die Speichen geriet. Das ist eine meiner ersten Erinnerungen. Ohne Aussicht auf eine rasche militärische Karriere dient Erwin Rommel Anfang der 30er Jahre als Hauptmann im 100.000-Mann-Heer der Weimarer Republik. Mein Vater war sehr gern Truppenführer. Das war auch seine eigentliche Berufung. Aber er hat sich auch in den Kriegsschulen und Infanterieschulen wohlgefühlt. Er konnte mit jungen Leuten gut umgehen und sie auch beeinflussen. Und er hatte halt bloß erhebliche Zweifel daran gehabt, ob die Lehren aus den Schlachten Friedrich des Großen im 20. Jahrhundert noch viel bringen. In Potsdam, der Garnisonsstadt des alten Fritz, lehrt Rommel ab 1935 an der Kriegsschule. Die Zeiten haben sich geändert, seit Adolf Hitler die Macht übernommen hat. Die Wiedereinführung der Wehrpflicht und die Vergrößerung des Heeres begrüßt der zum Oberstleutnant beförderte Rommel begeistert. Einer seiner Lehrgangsteilnehmer ist Gerd Schmückle, später ein hoher NATO-General. Zum ersten Mal bin ich Rommel begegnet, als ich als Fahnenjunker auf die Kriegsschule Potsdam gekommen bin. Rommel war damals Lehrgruppenleiter. Es gab zwei Lehrgruppen. Lehrgruppe A hatte er unter sich. Rommel steht bei seinen Infanterieschülern in hohem Ansehen. Viele verehren ihn als charismatischen Truppenführer. Ihm wird ein besonders starker Einfluss auf die Jugend zugeschrieben. Mein Vater hatte immer die Meinung vertreten, man müsse aus eigenen Fehlern lernen. Man müsse das, was man selber erlebt habe, überprüfen, untersuchen und auswerten. Das sei ein Weg zur Verbesserung des Denkens. Und darum hat er dieses Buch geschrieben. Das Buch ist ja rein technisch geschrieben worden. Er hat im Ersten Weltkrieg als Infanterieoffizier Verschiedenes erlebt und auch eine gewisse Fähigkeit zu führen gezeigt. Und das wird in dem Buch auch mit einem gewissen selbstkritischen Ton dargestellt. Es war keine Pflichtlektüre, aber jede Woche montags hielt Rommel vor seiner Lehrgruppe eine Art Vorlesung. Und dabei lehrte Rommel über Rommel. Er lehrte nur, was er im Ersten Weltkrieg geleistet hatte, und es war unglaublich. Er war sicher kein methodischer Lehrer, das glaube ich nicht, sondern er war eher ein Mann, der eben erzählte, wie es im Krieg zugeht. Und da haben wir gesehen, dass im Krieg eben doch ganz anders zugeht, als in unseren Vorschriften manchmal steht. Der 1891 im schwäbischen Heidenheim geborene Leutnant der Infanterie macht zu Beginn des Ersten Weltkriegs mit tollkühnen Aktionen auf sich aufmerksam. 1915 wechselt er zu einem Gebirgsbataillon, wo er mit seiner Bereitschaft zum Risiko zum Kriegshelden avanciert. Doch Rommel wird auch von Zweifeln geplagt. Mein Vater hat sich eigentlich immer gegen die Romantisierung des Krieges gewandt. Weil der Krieg war schon in erster Linie ein außerordentlich hartes, unerfreuliches Erlebnis. Die meisten Freunde aus der Jugend waren gefallen und der Krieg war auch verloren. Da haben eigene militärische Erfolge nicht mehr diesen Glanz gehabt. Mein Vater hat mal den Krieg gezeichnet. Er war ein sehr guter Zeichner und hat auch viele taktische Zeichnungen gemacht. Und das war einfach alles schwarz und die Konturen eines Stacheldrahtzauns waren da zu erkennen.
Militärischen Ruhm erwirbt er sich Ende Oktober 1917 an der Alpenfront. Zahlenmäßig unterlegen erstürmen seine Truppen den Monte Matajur. Ein zentrales Erlebnis Erwin Rommels war sicherlich im Ersten Weltkrieg, als er den Monte Matajur erstürmte und ein anderer dafür den Pulle-Mérite erhielt und er sozusagen diesen Orden sich erstreiten musste. Und eine Lehre daraus war, dass er gesagt hat, lebenslang in gewisser Weise, ich werde dafür sorgen, dass meine Leistungen gesehen werden, anerkannt werden. Er hat es dokumentiert, er hat es aufgeschrieben. Später skizziert der Sieger den genauen Ablauf der Ereignisse entlang des Isonzo-Flusses. Von Rommel über die wahre Stärke der Angreifer getäuscht, ergibt sich ein Eliteverband der feindlichen Italiener kampflos. Zunächst wird ein anderer mit dem Pour-le-Mérite ausgezeichnet. Rommel beschwert sich und erhält schließlich die höchste kaiserliche Tapferkeitsauszeichnung. Eins war klar, dass Rommel immer außerhalb der Vorschriften eigentlich gehandelt hat. Manchmal sogar außerhalb von Befehlen. Er war wirklich ein Fuchs und so wie das Tier Fuchs hohe Intelligenz hat, hohe körperliche Fitness hat, einfallsreich ist, berechnend gleichzeitig ist, einen fabelhaften Ortssinn hat und auch ein starkes Gedächtnis. Das alles waren auch Eigenschaften von Rommel. Eines Tages hat uns unser Taktiklehrer zusammengenommen und hat gesagt, was Rommel euch lehrt, ist Rommel. Ihr habt aber nach den Vorschriften der Wehrmacht zu führen und nicht nach den Ideen von Herrn Rommel. Auch die originalen Orden werden in Stuttgart aufbewahrt, Symbole einer Karriere, die untrennbar mit dem Aufstieg Adolf Hitlers verbunden ist. Das Verhältnis zwischen Rommel und Hitler ist nicht so ganz einfach zu beschreiben. Ich denke, dass wie für viele Deutsche war zunächst Hitler für Rommel, auch für seine Frau, ein Hoffnungsträger. Jemand, der einerseits sich dafür einsetzte, dass sozusagen die als drückend empfundenen Bedingungen des Versailler Friedensvertrages revidiert werden. Und andererseits natürlich aus ganz existenziellen Gründen für Rommel als Soldat mit Einführung der Wehrpflicht und sozusagen Stärkung des Heeres, natürlich mit dem Ziel hin auf einen Krieg, war auch die berufliche Tätigkeit und die Basis, sozusagen die Existenzgrundlage der Familie Rommel gesichert. Bin viel mit dem Führer zusammen, berichtet er einmal beseelt in einem Brief nach Hause. Oft bei intimsten Besprechungen. Dieses Vertrauen ist für mich die größte Freude, mehr als mein Generalsrang. Zur ersten Begegnung zwischen Hitler und Rommel kommt es im September 1934 in Goslar. Der Führer besucht anlässlich des Erntedankfestes die Kaiserpfalz und wird von einer Ehrenformation Goslarer Jäger begrüßt. Erwin Rommel hat an diesem Tag die Aufgabe, den Diktator zu beschützen. Ein Kamerateam der UFA filmt das Ereignis und band so erstmals auch den späteren Star der Nazi-Wochenschauen auf Zelluloid. Das Zusammentreffen bleibt nicht ohne Folgen. Mein Vater hat ihn als durchaus bescheiden empfunden. Der Hitler hat auch eine gewisse Bewunderung für meinen Vater gehabt. Mein Vater hat einer idealen Schablone entsprochen. Mein Vater war erstens mal Frontoffizier im Ersten Weltkrieg. Dann hat er zweitens den Pulle-Mérite gehabt, als Infanterist. Und drittens war er noch blond und blauäugig. Was ihm gefehlt hatte, war die Größe. Und dann konnte mein Vater auch komplizierte Dinge einfach darstellen, ohne sie falsch zu machen. Der Hitler hat für meinen Vater eine deutliche Sympathie gehabt. Und mein Vater hat es damals auch imponiert, dass er die Aufmerksamkeit des Reichskanzlers gefunden hat. Hitler ist begeistert von Rommel und macht ihn zum Kommandeur des Führerbegleitbataillons, das den Diktator auch im Polenfeldzug beschützt. Filmaufnahmen zeigen ihn an der Seite des neuen Kriegsherrn. Mein Vater hat im Jahr 1939 noch gesagt, als er dann wieder ins Führerhauptquartier musste, solange die alte Generation noch lebt, fängt kein neuer Weltkrieg an. Hitler hat ja eindeutig den Krieg mit Polen provoziert und hat dann den Sender Gleiwitz durch Konzentrationslagerhäftlinge in polnischer Uniform überfallen lassen und alles getan, um die antideutschen
Stimmung in Polen zu aktivieren und zu beleben, anstatt zu dämpfen und sich so einen Kriegsgrund zu schaffen. Das hat mein Vater eigentlich erst, ich glaube, im Jahr 1942 gehört, wie es sich damals wirklich verhalten hat. Es ist doch wunderbar, dass wir diesen Mann haben, schreibt Rommel an seine Frau, die selbst eine fanatische Hitler-Anhängerin ist. Ein Amateurfilm zeigt den Diktator, der hinter der Front in Polen unterwegs ist, während einer Essenspause. Hitlers Entourage blickt mit Argwohn auf dessen Faszination für den populären Rommel. Man weiß eher durch die Briefe, die Rommel an seine Frau geschrieben hat, wie begeistert er letztlich war, wie geehrt er sich auch fühlte, dass er sozusagen mit Hitler ins Gespräch kam, dass Hitler ihn zu sich holte, um bestimmte Dinge mit ihm zu besprechen. Das war für ihn, empfand er als große Ehre und als auch Wertschätzung seiner Person. Und man kann nicht ganz genau analysieren, was sozusagen zwischen den beiden war, aber sie scheinen sich aufgrund ihrer, sagen wir mal, Biografie so eine gewisse Sympathie füreinander gehegt zu haben. Ja? Denn es ist nicht anders zu erklären, dass Rommel dann eben Hitler fragen konnte, tatsächlich ganz offen, dass er als Infanterist gerne ein Panzerregiment hätte, dass er das gerne führen würde. Und Hitler hat ihm das auch zugestanden. Das ist vollkommen ungewöhnlich. Mein Vater ist mit dem Hitler ganz gut ausgekommen, aber mit anderen nicht. Dafür zu sorgen, dass jeder sein Hotelzimmer hat und dass da Posten stehen und dass da Funkverbindungen da sind, das erschien ihm nicht als besonders lohnend. Und dann hat mein Vater damals 1940, was ganz ungewöhnlich war für einen Infanterieoffizier, das Kommando über eine Panzerdivision bekommen. Rommel ist sich mit Hitler einig, dass Panzer zu den wirksamsten Waffen der modernen Kriegsführung zählen. Politisch naiv kämpft er von nun an als Generalmajor an vorderster Front für seinen obersten Befehlshaber. Im Feldzug gegen Frankreich legt Rommel 1940 den Grundstein für seinen Mythos. Eine originale Lageskizze zeigt, wie Rommels 7. Panzerdivision nahe der Ortschaft Valy bei Arras durch britische Tanks in die Bredouille gerät. Sogar in höchster Not obsiegen Risikobereitschaft und Kampfgeist. Rommel handelt intuitiv und kurz entschlossen. Ständig in Lebensgefahr hastet der Befehlshaber selbst von einem Brennpunkt zum anderen, um seine Soldaten anzufeuern. Ohne ausreichende Deckung von Rücken und Flanke preschen Rommels Panzer binnen weniger Tage Richtung Ärmelkanal vor. Gespensterdivision nennen die Franzosen die Einheit ehrfürchtig. Oft wissen weder Freund noch Feind, wo Rommel und seine Männer sich gerade befinden. Mein Vater hat mit seiner Division erhebliche Begegnungen mit französischen und mit britischen Panzertruppen gehabt. Er war der Auffassung, dass man Bewegungskämpfe von vorne führen muss, hat das auch in Afrika beibehalten. Und das hat den konventionellen Vorstellungen auch nicht entsprochen. Dann hat er auch ein Problem bekommen wegen der Geheimhaltung von Funksprüchen, weil er nicht den ganzen Text hat verschlüsseln lassen, sondern nur Ort und Zeit und damit einen erheblichen Gewinn an Beweglichkeit erzielt hat. Ich glaube, Herr Rommel war es sowohl im Ersten wie im Zweiten Weltkrieg, dass er sich sagte, ich muss das Vorbild sein. Es lag aber auch in seiner Natur, vorwärts zu stürmen und weit vor der Truppe zu sein. Die Truppe gewissermaßen mitzureißen, wenn im Ersten Weltkrieg, wie ich sein Buch entnahm, er vorne war, dann sagten die Männer, dann müssen wir auch vorne sein. Er hat ja immer viel verlangt, er war ein anspruchsvoller Vorgesetzter. Und im Zweiten Weltkrieg war das Gleiche, wenn jemand sagte, der Rommel ist jetzt schon nahe bei Cherbourg, dann ist die ganze Division mit Karacho hinterher. Das war der ganze Trick eigentlich, den er hatte. Am 10. Juni 1940 erreicht die 7. Panzerdivision bei Dieppe das Meer. Kurz darauf muss Frankreich um einen Waffenstillstand ersuchen. Auch dank Rommels Wagemut wird das Wort Blitzkrieg zum Synonym für den Westfeldzug. Und Rommel beeilt sich, seine Heldentaten nach oben zu kommunizieren. Niemand soll ihm den Erfolg streitig machen wie 1917. Seine Verdienste bleiben auch dem Propagandaminister nicht verborgen.
Joseph Goebbels wird der Wehrmachtführung schon bald raten, den bei der Truppe beliebten General zu einer Art von Volkshelden zu erheben. In Ruhezeiten und im Frieden hat er eigentlich sich auch nicht sonderlich um den einfachen Mann gekümmert. Aber im Krieg, ja, da war er natürlich bei allen. Und vor allem die Grattmelder hatten ein hohes Ansehen bei ihm. Er war ein Mann einfach, er war einfach ein Troupier im Wortsinne. Und das war seine Stärke. Als die Front der italienischen Achsenpartner im Frühjahr 1941 in Libyen wankt, schickt Hitler sein Protégé mit einem Truppenkontingent zu Hilfe. Eine Propagandakompanie ist mit ihren Kameras dabei, als die ersten Soldaten nach Nordafrika übersetzen. Benito Mussolini hatte seine Soldaten gegen das von den Briten unterstützte Königreich Ägypten vorrücken lassen, die von den zahlenmäßig unterlegenen Briten zurückgeworfen wurden. Hitler annonciert Rommel als den verwegensten Panzerwaffengeneral, den wir in der deutschen Armee besitzen. In aller Eile hatte man die Soldaten, darunter viele Freiwillige, für den Einsatz in den Tropen ausgerüstet. Die feldgrauen Uniformen wurden durch wüstentaugliche Outfits im Kolonialstil ersetzt. Im Gegensatz zu den Briten haben die Männer keine Kampferfahrung in einer solch unwirtlichen Umgebung. Nach der Landung des ersten Geleitzugs mit Waffen und Soldaten in Tripolis wartet der Heerführer erst gar nicht weiteren Nachschub ab und geht in die Offensive. Wenige Tage nach der Ankunft demonstriert Rommel mit einer aufwendigen Militärparade nicht nur seinen Verbündeten aus Italien die vermeintliche Stärke seines Afrikakorps. Um die Gegner zu täuschen, rollen auf seinen Befehl die wenigen Panzer der kleinen deutschen Streitmacht immer wieder um denselben Häuserblock an der Tribüne vorbei. Tags darauf meldet ein britischer Spion nach London: Die Deutschen sind mit mehr als 1000 Panzern in Nordafrika gelandet. Und Erwin Rommel hat noch mehr unkonventionelle Ideen. Mein Vater hat zunächst einmal, um eine Stärke, die nicht da war, vorzutäuschen, solche Scheinpanzer bauen lassen aus Holz und Zeltplanen und mit Ketten, mit alten Ketten hinten versehen, dass denn und die Engländer haben in der Tat geglaubt, es seien also weitaus größere deutsche Panzertruppen da, als tatsächlich da waren. Und dann hat sich nach den ersten Gefechten gezeigt, dass kein Mensch damit rechnete, dass die Deutschen und die Italiener jetzt zum Angriff antreten. Dann hat man eine besondere Route genommen. Da haben die Italiener gesagt, das sei völlig unmöglich. Da hätten Expeditionen Schwierigkeiten, durch die Wüste zu kommen. Mein Vater hat aber gesagt, wenn die Benzinversorgung erfolgt und wenn man den Kompass beachtet, dann ist das ohne weiteres möglich. Das war also die Ausnutzung einer Chance. Und die Kriegsberichterstatter setzen den Wüstenfuchs ins rechte Licht. Wie hat man Erwin Rommel inszeniert in der Propaganda und wie hat er sozusagen auch mitgewirkt, dass ein bestimmtes Bild von ihm entsteht? In Afrika war es ja so, dass es zum Teil drei Propaganda-Mitarbeiter gab, die sich nur darum gekümmert haben, Filme mit Erwin Rommel zu erarbeiten. Und unter anderem hatte er eben einen der besten Kameraleute, Hans Ertl, der hatte mit Leni Riefenstahl zusammengearbeitet, der natürlich hervorragende Bilder in Afrika geschaffen hat. Und das natürlich unter sehr starker Mitarbeit von Erwin Rommel, der durchaus auch von sich aus vorgeschlagen hat, jetzt mal rauszufahren, weil das sicherlich sehr gute Bilder geben würde. Dann war es wichtig, dass er sich als das präsentiert hat, als was er sich auch verstand, nämlich als ein Soldat, der sozusagen bei seinen Soldaten ist. Also er ist immer sehr nah sozusagen an vorderster Front und in der Kampflinie und beteiligt sich und opfert sich sozusagen genauso wie seine Soldaten. Das war ihm sehr wichtig. General Rommel, der Führer des Deutschen Afrikakorps bei seinen Truppen an der Front. Nicht alle Gegenstände aus Rommels militärischer Karriere werden im Haus der Geschichte in Stuttgart öffentlich präsentiert. Im Magazin des Museums befinden sich weitere Objekte.
Wir besitzen einen großen Teil des Nachlasses von Erwin Rommel. Den haben wir von seiner Familie bekommen. Und darunter auch das Fernglas, also eines der drei Ferngläser, die er insgesamt besaß. Sie sehen das hier mit der Ledertasche. Da ist das normalerweise drin aufbewahrt. Dieses Fernglas funktioniert leider nicht mehr, weil es in Afrika dabei war und da Sand mittlerweile drin ist und es sich nicht mehr bewegen lässt. Das Fernglas gehört mit zu den zentralen Aspekten des Bildes von Erwin Rommel, das von der NS-Propaganda erzeugt wurde. Man sieht ihn immer mit Fernglas, Staubbrille, den Blick geradeaus nach vorn gerichtet. Das ist ein ganz wichtiges, ja, ein Signum sozusagen des Bildes von Erwin Rommel aus der NS-Zeit. Innerhalb weniger Wochen besetzen die Deutschen fast die ganze libysche Mittelmeerküste. Auch von Misserfolgen lassen sich Rommel und die Propaganda nicht beirren. Das war damals sensationell. Mein Vater hat ja zunächst alles getan, um den Eindruck zu erwecken, dass er weiter zurückgeht Richtung Tripolis. Und dann hat er auch Truppenteile, die man nicht verwenden musste, vor allem nicht motorisierte, zurückmarschieren lassen. Dann hat er verschiedene alte Hütten anzünden lassen. Und dann in der Nacht ist er aufmarschiert und zur Gegenoffensive angetreten. Und dann gab es so einige Gefechte, weil die Briten stückweise wieder erschienen sind auf dem Schlachtfeld und jeweils der geballten Streitmacht der Deutschen und Italiener gegenübergestanden sind. Und mein Vater hat schon gemerkt, dass das ein riesiges weltweites Echo hatte, diese Gegenoffensive. Dabei ist das natürlich ein Vergleich zu Russland, war das zahlenmäßig unbedeutend. Die Deutschen hatten 3 Divisionen in Afrika und Russland, nach meiner Schätzung 200. Das war schon ein Nebenkriegsschauplatz. Und das hat doch, das hat wahrscheinlich dem Goebbels auch imponiert, hat diese ganze Malaise und die Führungsfehler und die Katastrophe in Russland übertönt. Die deutsch-italienischen Verbände sind trotz der brütenden Sommerhitze zum Kampf angetreten und in heldenmütigem Ringen immer weiter nach Osten vorgedrungen. Der Feind ist überall geschlagen. General Bastico überreicht Generaloberst Rommel das Großkreuz des Militärordens von Savoyen, die höchste militärische Auszeichnung Italiens. Im Frühjahr 1942 nimmt Rommel das von den Briten erbittert verteidigte Tobruk ein. Hitler befördert ihn zum Generalfeldmarschall. Mai stehen die Angriffsvorbereitungen der in der Marmarika aufmarschierten 8. britischen Armee kurz vor dem Abschluss. Der Feind hat sich nach seiner früheren Niederlage in der Cyrenaika im Schutze eines starken Verteidigungssystems, das sich im Norden auf die Gazala-Stellung und im Süden auf Birhaheim stützt, wiedergesetzt. Modern ausgebaute Wüstenforts, Feldbefestigungen und Minenfelder schützen die britische Front. Marschall Rommel hat den Entschluss zum überraschenden Angriff auf die 8. britische Armee gefasst. Wie immer befindet er sich unmittelbar bei der kämpfenden Truppe und gibt persönlich die letzten Weisungen. Eine gewisse Schwäche war bei ihm fraglos darin, dass er selbst seine Taten in hellem Licht erscheinen ließ. Nicht im persönlichen Gespräch, aber in seinen Büchern. Aber man muss sagen, wenn man das nachher nachprüfte, dann stimmte das alles. Aber Rommel war bestimmt darauf aus, sich selbst das Image zu schaffen, des Truppenkommandeurs, der mit seinen Soldaten im Krieg lebt, der sie mitreißt und der ihnen in jeder Lage Vorbild ist. Das war also, wenn Sie so wollen, Stärke und Schwäche zugleich. Erwin Rommel avanciert zum Star der Nazi-Wochenschau. Marschall Rommel überreicht dem Panzergrenadier Günther Halm das Ritterkreuz zum Eisernen Kreuz. Ich freue mich, Ihnen im Namen des Führers die hohe Auszeichnung auszuhändigen. Günther Halm ist erst 19 Jahre alt. Als Richtschütze einer Pack schoss er unter schwierigsten Bedingungen 7 Britenpanzer ab. Ich danke Sie für diese Auszeichnung und hoffe, dass Sie sie gesund nach Hause bringen. Wer so ein Kerl ist, der wird immer so ein Kerl sein, bei jeder Gelegenheit. Das erwarte ich natürlich von Ihnen. Ich kann mich erinnern, dass ich den häufig gesehen habe. Der wurde dann, ja, vor allem in Afrika, kam der also häufig in der Wochenschau. Ich war jedes Mal, da war ich außerordentlich stolz auf ihn. Dann wurde der bekannt
Mein Vater bekam einen Haufen Fanpost, Autogrammwünsche. Mein Vater hat die Post auch beantworten lassen, zum Teil selber beantwortet, ist dann allerdings, musste vor der Menge der Post zurückweichen. Er hat eine immense Rolle gespielt, insbesondere in der Zeit, als der Russlandfeldzug stecken blieb. Klar war, dass dort nicht alles so laufen würde, wie das geplant war, hat die Propaganda natürlich Erwin Rommel und den Afrika-Feldzug sehr stark in den Vordergrund gestellt und damit natürlich ein Stück weit ablenken können von anderen Kriegsschauplätzen, also insbesondere vom osteuropäischen Kriegsschauplatz. Er hat eine entscheidende Rolle gespielt, natürlich auch insofern, als er sozusagen der neue nationalsozialistische Soldat war, der neue nationalsozialistische Truppenführer, und als solcher wurde er den Deutschen eben auch präsentiert. Und Rommel spielt seine Rolle perfekt. Mit jedem erfolgreichen General, der im Krieg siegt, können sie Propaganda machen. Das ist, jedes System macht das, das ist selbstverständlich. Und natürlich hat sich Rommel dafür geeignet. Er war ja auch imponierende Figur, wenn er so am Straßenrand stand, die Mütze auf und die Schutzbrille übergestülpt, dann sah der Kerl ja fabelhaft aus, das ist gar keine Frage. Und er war fotogen, sehr fotogen sogar. Also er hat eigentlich alle Anforderungen erfüllt, die sie heute an einen Star des Filmgeschäfts auch stellen würden. Marschall Rommel, der Sieger von Tobruk. Die Nazi-Wochenschau stilisiert den Sieg zur Heldentat. Das libysche Fischerdorf wird in der Propaganda zur Seefestung hochgejubelt. Vorüber an endlosen Gefangenenkolonnen ziehen unsere Truppen in Tobruk ein. Der faire Umgang mit gefangenen Gegnern macht Rommel auch im angelsächsischen Raum zum Mythos. Eine mörderische Kriegsführung wie in Russland ist für ihn undenkbar. Jüdische Soldaten der britischen 8. Armee werden ebenso korrekt behandelt wie deutsche oder österreichische Emigranten. Nach Tobruk hat mein Vater die letzte Chance gesehen, zum Suezkanal zu kommen. Vor allem mit Hilfe der großen britischen Kriegsbeute. Und seine Verbände waren durch diese fast einen Monat andauernden Bewegungskämpfe natürlich gewaltig gelichtet, mitten im Sommer. War auch der Krankenstand groß. Da haben zum Teil Divisionen, die sonst 15.000 Leute hatten, nur noch einen Bestand von 1.500 gehabt. Nicht, weil so viele gefallen gewesen wären. Und dann hat mein Vater sich mit denen da in Marsch gesetzt. Der Kraftfahrzeugbestand war überwiegend britisch. Mein Vater hat gewusst, wie schwach er ist. Hat nur gehofft, dass er dann durch die Bewegung, dass man weiterrollt und dass diese Bewegung erst am Ufer des Nils aufhört. In scharfer Verfolgung des Feindes geht es nach Osten. Hitler gibt sich Fantasien hin, dass Rommels Afrika-Korps über den Suezkanal setzen wird, um durch Palästina und Syrien Richtung Irak zu marschieren. Zunächst scheinen alle Wege offen zu stehen. Obwohl die Briten heftige Gegenwehr leisten, wollen die Deutschen bis Ende Juni 1942 Kairo erreichen. Dann haben viele natürlich gesagt, das läuft jetzt wohl von selber. Der Nachschub hat massiv nachgelassen. Dann haben auch die Engländer neue Methoden gefunden, um die Geleitzüge der Italiener nach Afrika auszumachen und zu versenken. Also mein Vater hat damals schon gemeint, wenn er es nicht schafft bis zum Nil und bis zum Suezkanal, dann ist der Krieg verloren. Die Wochenschau verbreitet Zuversicht. Die Schiffe werden sofort entladen. Durch die Eroberung Tobruks konnten die Nachschubwege zur Front in Nordafrika um über 1000 Kilometer verkürzt werden. Tatsächlich macht sich Rommel Sorgen wegen des mangelhaften Nachschubs. Er ist krank und reist nach Hause, wo er sogleich der Öffentlichkeit präsentiert wird. Marschall Rommel, der Sieger von Nordafrika, sprach auf Einladung von Reichsminister Dr. Goebbels vor Vertretern der in- und ausländischen Presse über die Ereignisse auf dem nordafrikanischen Kriegsschauplatz. Der Marschall erklärte unter anderem:
Dank der Tapferkeit unserer Soldaten sind wir in einem harten Ringen mit dem Engländer fertig geworden, obwohl unsere militärische Kraft ihm zahlenmäßig oft unterlegen war. Die Qualität unserer Truppen und der Führung hat uns den Sieg verschafft. Heute stehen wir 100 Kilometer vor Alexandria und Kairo. Herr Goebbels hat auch eine gewisse Bewunderung für meinen Vater gehabt. Kann man aus den Tagebüchern entnehmen. Mein Vater war ein Berufssoldat, und zwar in einem solchen Ausmaß, dass für ihn die Situation an der Front und die Situation des Kriegsschauplatzes praktisch der beherrschende Gedanke war. Aber Afrika, Bewegungskrieg und so weiter, das war prima facie schon für die Journalisten interessant. Marschall Rommel meldet sich beim Führer und empfängt aus seiner Hand den Marschallstab. Niemand ist ja in dieser Weise von Hitler protegiert worden in seiner Karriere. Niemand ist zum, sag ich mal, nationalen Helden aufgebaut worden in dieser Art und Weise. Ja. Wenn man sich überlegt, 1942 im September reist Rommel nach Berlin, um seinen Marschallstab entgegenzunehmen. Und es findet ein Festakt in der im Berliner Sportpalast statt. Und was passiert? Hitler gibt nur einem einzigen dieser ganzen Herren, die da stehen, die Hand, Rommel. Also er hat ihn namentlich genannt. So etwas gab es eigentlich normalerweise nicht. Es war ganz klar, dass niemand in der Propaganda in den Vordergrund gestellt wird, keine einzelne Persönlichkeit in diesem Sinne außer Hitler. Und er hat bei Rommel eine Ausnahme gemacht, natürlich aus strategischen Gründen. Rommel verdankte letztlich seine gesamte Karriere Hitler. Der Wüstenfuchs wird in Berlin kameragerecht herumgereicht, um von der Ostfront abzulenken, die weniger gute Nachrichten liefert. Reichsminister Dr. Goebbels betritt mit Marschall Rommel den Sportpalast. Hitlers General wird vom Propagandaministerium zum perfekten nationalsozialistischen Offizier stilisiert, inklusive passendem Lebenslauf. Dann ist man mal so weit gegangen in der damaligen Zeitschrift Das Reich, dass man einen Lebenslauf von meinem Vater veröffentlicht hat, der falsch war. Dem Lebenslauf stand drin, dass er schon früh zum Führer gefunden hätte und in der SA war und der Vater sei Maurermeister gewesen und lauter so Zeug. Und da hat mein Vater eine Berichtigung verlangt. Denn mein Vater war ja immer Berufsoffizier, hatte also mit der NSDAP keine Verbindung. Wie der Krieg in Nordafrika in diesem Sommer 1942 weiter verlaufen ist, schildert der britische Propagandafilm Wüstensieg. 100 Kilometer westlich von Alexandria hat Rommel die Entscheidungsschlacht erzwungen. Mit Stukas attackieren die Deutschen die letzte feindliche Verteidigungsstellung bei El Alamein. Erwin Rommel genießt auch in London inzwischen hohe Wertschätzung. Wir haben einen sehr kühnen und geschickten Widersacher gegen uns, zollt sogar Premierminister Winston Churchill im britischen Unterhaus dem Feldherrn Respekt. Und wenn ich das über die Verwüstung dieses Krieges hinaus sagen darf, einen großen General. Die Linie hielt stand. Auch nach mehreren Tagen Angriff und Gegenangriff waren die Briten, Australier, Inder und Südafrikaner nicht besiegt. Die unmittelbare Krise war zwar vorüber, aber die Angst blieb. Er war der Meinung, wenn es gelänge, den Nahen Osten zu erobern, und diese Chance wäre würde nach seiner Auffassung bestehen, wenn die Briten ihre Flotte aus Alexandria zurückziehen müssten, weil die Deutschen kommen und die Italiener kommen. Mein Vater hat geglaubt, dass man dann die Treibstofffrage lösen könnte, dass vielleicht auch die Türkei bereit wäre, auf deutscher Seite sich auf die deutsche Seite zu stellen und dass manches einfacher wäre. Aber diese Gedanken waren dem Oberkommando der Wehrmacht und des Heeres völlig fern. Behind the line, great reinforcement. Zwei Monate später verfolgte uns Rommel wieder. Er prophezeite seinen Truppen, sie würden an diesem Tag bis nach Kairo marschieren. Nur 5 Tage später musste er sich zurückziehen. Auf der Strecke blieben fast 300 deutsche Panzer.
He left nearly 300 tanks behind to prove his generalship. Die Überreste der Schlacht liegen verstreut im Wüstensand. Rommels letzte Offensive Ende August 1942 ist vor allem an Treibstoffmangel gescheitert. Überdies hat der neue Befehlshaber der Briten, Bernard L. Montgomery, Rommels Defensivtaktik genau studiert und nachgemacht. General Montgomery wusste, dass Soldaten am besten kämpfen, wenn sie genau wissen, was vor sich geht und was sie zu tun haben. Das hatte zur Folge, dass vom General bis zum Gefreiten alle den Schlachtplan kannten. Montgomery, er war, glaube ich, seit Ende August, Ende Mitte August 1942 in Afrika gewesen. Ein sehr überlegter und vorsichtiger General, aber er hat nie einen ganz großen Fehler gemacht. Jedenfalls, solange er gegen meinen Vater im Feld gestanden ist. Mein Vater hat sich geäußert über den und hat schon die Wesensverschiedenheit erkannt, aber hat auch durchaus zugestanden, dass hier ein Stein nach dem anderen von Montgomery auf dem Schachbrett gesetzt wurde. Was Material und Kriegsmaterial und Truppen anlangt, waren die Engländer damals weit überlegen. Das ist bei Alamein erstmals aufgetreten, eine gewaltige Luftwaffe zur Verfügung gehabt, die also den Luftraum beherrscht hat. Die deutsche Luftwaffe ist gegen die nicht mehr aufgekommen. Die Air Force erledigte ihre Arbeit großartig. Für die deutsche Luftwaffe wurde der Luftraum zu einer tödlichen Gefahr. Und die Maschinen, die davon kamen, wurden am Boden zerstört. Die Briten schlagen zurück. Diese 4 Tage erbitterter Kämpfe schnitten große Teile von Rommels Infanterie ab. Einige deutsche Einheiten kämpften von da an völlig isoliert weiter. Die Verluste und das Leid waren auf beiden Seiten enorm. Große Gruppen von Gefangenen fielen in unsere Hände. Als der Wüstenfuchs am 25. Oktober 1942 auf Befehl des Führers auf den Kriegsschauplatz bei El Alamein zurückkehrt, kann er nur noch reagieren. Am 2. November schreibt Rommel an seine Frau: Der Feind hebt uns schrittweise aus. Das wird das Ende bedeuten.